Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Banished. Ich habe gerade noch mal ein Schlückchen Tee aus meiner geilen Tetris-Tasse bekommen. Habe ich auf der Gamescom mir geschnappt, also da gewonnen durch einen Screaming-Contest. Danach war meine Stimme ziemlich im Arsch. Also ich konnte erstmal, also den Tag, das war kurz vor Ende der Gamescom. Ich habe da ordentlich einen rausgeschrien und habe dafür dann die Tasse gewonnen. Ich meine, das ist ja, Gamescom ist dafür da, um sich bei solchen Spielen zum Affen zu machen. Ich habe damit kein Problem, ich mache mich auch hier zum Affen, das ist überhaupt kein Problem. Aber auf jeden Fall ist es so eine geile Tetris-Tasse, die, wenn man heißen Tee, Kaffee, was auch immer einfüllt, die Bedruckung ändert, also dann erscheinen da neue Teilchen. Das ist ganz lustig, sieht ganz lustig aus. Erst ist man so in Level 1 und nachher ist man in Level 11. Sehr, sehr cool gemacht. Finde ich geil. Richtig geiles Gamer-Accessoire. Dazu trage ich heute ein T-Shirt, das ich auch auf der Gamescom mir ergattert habe durch Beharrlichkeit. Ich habe einfach nicht losgelassen. Da meinte jemand, er müsste mein T-Shirt, das T-Shirt, das ich... da haben sich drei Leute um ein T-Shirt gestritten. Kennt das ja, diese riesen Promotions, wo dann die Leute auf der Bühne rumschreien und du dann zigtausendmal den Namen des Veranstalters, Verkäufers, was auch immer, schreist. Und dann war das bei einem Stand, wo ich dann das T-Shirt, wo sich drei um T-Shirt gestritten habe, dachte ich mir, komm, greifst du auch noch mit zu. Zwei haben dann von den anderen losgelassen. Der dritte meinte irgendwie so, nee, du hast ja später zugegriffen. Da habe ich gesagt, ach du, ich habe kein Problem damit. Ich laufe gern mit dir über die Gamescom. Hab dem dann sagte meine Freundin, mit der ich da mit war, oh, komm, wir gehen jetzt zu Oculus Rift. Und er guckt mich an wie kaputtes Auto. Wie, ihr geht jetzt weg? Ja. Ich mit dem T-Shirt losgestapft. Er die ersten 10 Schritte hinterher, bis ihm dann auffiel, oh, meine Freunde kommen nicht mit. Mist. Hat er losgelassen. Hm, mein T-Shirt. Schön. Ich meine, ist irgendwie auch asozial, aber das stört mich nicht. Ich bin asozial. Scheiß drauf. Oh, da ist ein Baum umgekippt. Blub. So, Baum weg. Ja. So kann das gehen. Beharrlichkeit zeigt sich aus. Nicht nachgeben. Never back down. Wie man auch so, ich glaube, es kommt gleich aus einem Kriegsfilm. Never back down. Oder aus einem Song, der mir wieder mal nicht einfällt. Ne, ich glaube, ich habe keinen anderen Song im Kopf. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. So, der Query läuft hier. Also die kommen nicht in die Füße hier. Ich habe da 123 Laborer rumspringen und die kommen nicht in die Füße. Das ist doch schrecklich. Was ist denn los mit euch? Wollt ihr nicht? Hier fehlt noch ein Haus für die gute Lehrerin hier. Die braucht doch auch ein Haus. Ah, aber hier ist was passiert. Sehr schön. Den schnappe ich mir mal zur Seite. Was kann ich da hinbauen? Da passt doch erstmal ein neuer Fischer hin. Da oben kann ich auch nochmal Fischer hinpacken. Hier ein Fishing Dog. Fishing Dog, Fishing Dog, Fishing Dog. Wieso geht da kein Fisch? Ach, da ist ein Berg. Ist mal wieder ein Berg im Weg. War klar. Fishing Dogs. So. Das war es dann auch schon mit Fishing Dogs hier auf der Seite. Auf der anderen Seite kann ich auch nochmal einbauen. Machen wir ihn hier einfach so direkt so mit dran. So. 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 So geht's. Okay. So, ein Fishing Dog daneben. Nur dahinter, da dran, wie auch immer. Und dazwischen, was bauen wir denn dazwischen? Storage Bahn passt höchstwahrscheinlich nicht. Na gut, so würde sie reinpassen, andersrum orientiert nicht. Sonst passt sie sowieso nicht, weil hier wieder so ein dämlicher Berg ist. Hat Andrea sich mal wieder niedergelassen. Ha, einen Markt wollen wir da nicht haben. Was baue ich jetzt dahin? Daneben passt noch irgendwie so ein Feld, vermute ich mal. Schauen wir mal. Feld. 15 mal 10. So. Ein Feldchen. Okay. Jetzt muss ich irgendwie überlegen, was baue ich da jetzt hin? Baue ich da wirklich eine Storage-Bahn hin? Ach, die passt jetzt schon gar nicht mehr. Die baue ich einfach mal so hier hin. So. Und noch eine. Und weil es so schön ist, hier noch eine.
Und da auch noch eine. Wunderschön hier. Ästhetik pur. Ja, und nu brauche ich da noch irgendwie einen Weg. Aber vorher, das Feld muss noch mal weichen. Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen. Das alte Sprichwort. So. 10 mal 15. Bumm. So, und hier kommt einfach ein Haus dazwischen. Ist mir auch egal. So, hier ein Haus. Warum auch nicht? Daneben noch ein Häuschen. Hier. Wunderschön. Und hier unten kommt auch nochmal ein Satz Häuser hin. Wir brauchen ja auch noch für die für den Hunter und den Gatherer da oben noch ein paar Häuschen. Hier passt nichts mehr hin. Okay. Dann haben wir hier die Kolonie auch schon wieder fertig. Da passen aber noch ein paar Häuser hin. Hier. So, klack, klack. Und weil es so schön ist, kommt hier auch noch eins hin. So, viele, viele bunte Häuser. Smarties gibt es heute nicht. Das reicht aber noch nicht an Häusern, oder? Wir haben hier eins, also vier Häuser, fünf, sechs, sieben, acht, neun Häuser bräuchte ich hier. Und ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Drei fehlen noch. So, wo packe ich die denn jetzt noch hin? Eins kommt hier hin. Klack. Eins kommt hier hin. Klack. Es fehlt noch eins. Okay. Okay. Komm, das packe ich noch hier mit hin. Da geht's nicht. Packen wir es hier hin. Nur da. Ach, hier mit hin. Na, so doch nicht. Du Horst. Ich will das hier vernünftig haben. So. Päuschen. Wieder eine kleine Kolonie geschaffen mit viel, viel Essensproduktion. So, und jetzt nehme ich hier mal wieder eine Straße, die ich hier einmal komplett rumziehe. So. Und so, und dann hier nochmal lang. Und hier lang. Und weil es so schön war, hier auch nochmal. So. Dann haben wir das auch alles hier wieder. Ein paar schöne Häuschen daneben gesetzt. Ja, hier. Sieht doch wunderbar aus. Wir werden hier unten die ganzen Leute sterben. Uah. Was habe ich da wieder? Irgendwas habe ich vergessen auszustellen, oder? Irgendwas habe ich doch hier vergessen. Nee, gut, ich habe das neue Feld gebaut. Das ist der Grund. So, wir brauchen einen Market. Der soll hier so hin. Klug. Wunderbar. Wunderbra. Mache ich da oben noch eine Holzproduktion? Ich habe hier sonst so keine. Könnte man machen, oder? Da oben? Ist da genug Platz für eine Holzproduktion? Schauen wir doch mal. Trial and Error. So eine Forester Lodge. Ja, da kriegt, die kriegt man da hin. Ist doch wunderbar so, oder? Und weil es so schön ist, eine zweite daneben. So. Dann nehmen wir uns die und das Ding und dann wissen wir genau, wo wir hier noch bauen dürfen. Das pflaster ich jetzt einfach wieder mit Häusern zu. Das ist mir nee, da kommt noch ein Feld, kommt da noch hin. Oder zwei vielleicht. Nee, mal gucken. Felder, Felder, Felder. So, Feld. 10 mal 15. Hier kriege ich auch noch eins hin. 10 mal 15. Booyah. Chaka. Ja, jetzt habe ich wieder das Problem der fehlenden Häuser. 1, 2, 3, 4 Häuschen da und hier nochmal. 1, 2, irgendwie so. Irgendwie so müssen da Häuser hin. 6 Häuschen, damit kann man noch arbeiten. So, und das noch dicht und das noch dicht. Wunderbar, jetzt sind wir wieder bei 16. Wie könnte es anders sein? Den Herbalisten baue ich nicht, den kann ich zumachen.
Aber natürlich fehlen hier wieder die Wege. Ich habe den gesamten Kerl hier noch nicht. Ach, schade. Den habe ich natürlich falsch gesetzt. Der muss natürlich. Wo ist er? Da. Hier auch ran. So muss der sein. Das ist doch gleich viel besser. So, Weg rum. Klack und klack. Wunderbar. Wunderbra. Hier noch ein Weg. Schlupp. Und schlupp. Und schlupp. Wunderschön. Ist doch wirklich wunderschön. So, irgendwo ist wieder ein Häuschen entstanden. Wie sieht es bei der Schülerschule aus? 291 Kinder. Ihr seid Studenten. Ihr seid. Sag mal, soll ich die nächste Schule bauen? Anscheinend soll ich die nächste Schule bauen. Ich habe das Gefühl, ihr seid bescheuert. Apropos, ich habe vergessen, irgendwas anzustellen jetzt diesen Frühling. Ich bin. So, Herbalist. Boom. Und eigentlich sollte ich hier hinten weiter bauen, aber das bringt jetzt nichts. Gut, den Paste-Shell, den kann ich nochmal bauen hier. Komm, da machst du mir nochmal zwei Häuser dazu. Eins, zwei und noch eine Storage-Bahn, weil es so schön ist. Ach, jetzt habe ich es wieder verpennt. Okay, also Paste-Shell, Storage-Bahn, blub blub. Dann hier oben mache ich hier nochmal die Kolonie auf. Hier den, das Fishing-Dock dürfte wir bauen. Dazu eins, zwei Häuschen. So, jetzt haben wir ein Fishing Dock, ein Pasture, noch ein, Fisch, nee, ein Fishing Dock, ein Herbalist, ein Pasture. Das ist zu wenig. Ich brauche noch, nee, den Herbalisten nicht. Komm, die Hunting Cabin, gib mir nochmal und gib mir auch nochmal die Gatherers Hut. So. Weil es so schön ist. Eins, zwei, drei, vier neue Häuschen noch dazu. So kann man doch arbeiten. So. Nachdem ich mich hier total verplant habe. Ja. Hier unten sollen noch Felder entstehen, wenn ich es richtig habe. Aber dann nehmen wir wieder ein Pasture. Ein Ortschart, meine ich. 10 mal 15. Und hier nochmal. 10 mal 15. Wunderschön. Ah, jetzt kommt hier nochmal um die Straße rum. Und dann, glaube ich, packe ich hier hinten nochmal so ein paar Pastures hin. Ja, Pastures hin. Aber da warten wir jetzt eben, bis hier die hier das Ding fertig haben. Und dann kann ich eigentlich hier an die Rems alles runterreißen. Holz gibt es hier genug. Bei weitem. Dann würde ich doch sagen, Operation weg mit dem Wald beginnt. So, hier dieses ganzen Bereich. Bob. Weg. Jetzt haben die Leute was zu tun. Aber wirklich. Während ich hier 52 Leute brauche. So. Jausa. Jetzt entsteht hier Bauplatz. Das ist ja. Geil ist das ja. So, wo ist das hier das nächste Hospital? Das ist weit, weit weg. Ich brauche immer ein neues Hospital. Würde ich sagen. Hospital, Hospital, Hospital. Hier ist ein Hospital. Und das passt hier nicht hin. War klar. Passt es dahin? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Wo baue ich das Hospital? Da geht's auch nicht. Hier oben ist auch kein Platz mehr. Da ist das nächste Hospital auch ellenlang, ellenweit weg. Oh Gott. Das war jetzt semi-intelligent, hier kein Hospital zu bauen. Aber wirklich. Mistverdammter. Ich habe hier auch schon alles zugebaut. Abgesehen davon, dass ich hier voll reinbaue. Was mir aber voll egal ist. Oh ja, ich baue ja wirklich voll rein. Egal. Scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. Das kommt. Nee. Mist, verdammter. Okay, dann kommt der nächste Kollege einfach. Na, wo kommt er hin? Da passt er auch nicht, da passt gar nichts mehr hin. Ach, hier wollte ich eigentlich noch. Ja, hier wollte ich eigentlich was anderes hinpacken. Mist, verdammter.
Das ist doof. Das ist ganz, ganz doof. Naja, müssen wir durch. Jupp, lag. Oh, da sprang er auf 25 Frames runter. Ganz doof. So, hier habe ich immer ein Hospital geplant. Irgendwo. Da. Okay. Wie sieht's hier aus? Was bauen wir denn da? Da kriege ich wahrscheinlich. Minen kriege ich da auf jeden Fall hin. Aber ich hab ja eigentlich genug Minen, würde ich mal so sagen. Hat man jemals genug Minen? Das ist eine Grundsatzfrage. Ich sage nein. Man kann niemals genug Minen haben. Nee, kann man nicht. Deshalb hier zwei neue Minen. Und der Rest kann ich eigentlich nur Häuser hinsetzen oder Storage Barns. Von denen ich ja noch nicht genug habe, ne? Also, nö. Also, nö. Also, nö. Heißt Storage Barns. Yay. Hier packen wir dann Storage Barn hin. Möb. Boop. Boop. So, Storage Barns. Yay. Ein neues Fishing Dock. Magst du mal umspringen? 1, 2, 3, 4. Klack. Wunderbar. So, jetzt haben wir dann Storage Barn. Jetzt kommen dahinter noch ein paar Häuser. Sofern die passen. So, da passt auf jeden Fall eins. Und noch eins. Das sieht doch perfekt aus. Die kommen jetzt aber zu. So, das Fishing Dock kommt hier rüber. La 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 la. Und wieso wird da nicht gebaut? Ich will da eine Steinstraße haben. Wieso baut mir die keiner? Was soll das? So, hier hätte ich, wäre ich gerne, würde ich gerne entlang gehen. Bumm. Was war das? Ein kurzes Bumm? Wer bummt hier? Was ist hier los? Ach, er hat da gerade mal den Stein mal kurz gestreichelt. Das sieht aber so aus, ob da noch ein Feld hinpassen würde, oder? Oder? Ja, so semi. Also wenn ich mal hier so anfange und hier dann so aufziehe, kommt da noch ein recht passables Feld bei rum. Na, falscher Weg. Das geht natürlich nicht, weil da was im Weg ist. Also da ist wieder der Berg. So. Dann kommt da noch ein Stockpile hin. So einer. Noch 1, 2, 5 Häuschen. Und dann ist das Ding auch schon wieder fertig. Also der Raumnutzungskoeffizient ist hier, glaube ich, ganz gut. Naja, hier für die Minen habe ich jetzt leider keine Häuser mehr. Das tut mir leid. Aber damit kann ich jetzt nicht mehr dienen. Den Minen kann ich nicht mit Häusern dienen. So, 53 Members brauchen wir hier. 53. So, letzter Schluck Tee. Lecker, lecker. Inzwischen leider schon kalt. So, was zum Teufel ist hier los? Wieso baut ihr mir dieses Fishing Dock nicht? Baut es doch. Jetzt baut's doch. La 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 la. La 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 la. Kann ich hier nochmal rüber bauen, da noch ein paar Häuser bauen? Könnte ich machen. Passt sogar hier hin. Zwei Häuser. Na, süß. Sehr geil. Kann ich da jetzt noch eine Brücke rüber bauen? Das ist so bescheuert. Ich kann's. Also, ja. Weil ich's kann. Einfach weil ich's kann. So. Ist das denn bescheuert, ey? So. Was ist hier los? Wieso wird hier nicht gebaut? Kommst du um zu bauen? Kommen um zu bauen? Na, er kommt um zu bauen. Und er haut wieder ab. Ey, was seid ihr denn für Flachpfeifen? Kann doch nicht wahr sein. Naja, die Flachpfeiferitis greift um sich. Ja. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge wieder an, wie die Leute mich hier in den Wahnsinn treiben.
Passt da noch ein Haus? Passt da noch ein Haus? Passt da noch ein Haus? Da passt doch noch ein Haus, oder? Da passt doch noch ein Haus. Ja, da passt doch noch ein Haus. Boop. Haus. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.